für die Bayern. Auch er souverän. 1:1 nach den ersten beiden Strafstößen. Der Kapitän Clemens Fritz, auch er verlädt Manuel Neuer, abermals SV Werder Bremen vorne. Toni Kroos, der seine Mannschaft überhaupt erst in dieses Elfmeterschießen gebracht hat, platziert genug. Denn Müditz war in der richtigen Ecke. 2:2 und da hämmert Lukas Schmitz den Ball ins Tor, abermals die Führung für die Bremer. Franck Ribéry legt sich den Ball zurecht. Langer Anlauf und Müditz ahnt die Ecke und hält den Ball. Damit der erste Vorteil für den SV Werder Bremen. Halb hoch geschossen, gut pariert. Wieder keine Abwehrchance für Manuel Neuer, obwohl er in der richtigen Ecke ist bei diesem Schuss von Kevin De Bruyne. Und dann Bastian Schweinsteiger. Der Ball muss rein, der geht nicht rein. Zum zweiten Mal hält Sebastian Müditz einen Elfmeter der Bayern, bringt seine Mannschaft, den SV Werder Bremen, damit ins Finale. Die Bayern im Spiel um Platz 3 gegen den HSV.